Hi, servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge Space Engineers. Ich nehme mit Korsik, ein paar Freunde werden auch dabei sein, wie immer, wie jedes Mal. Viel Spaß. Los geht's. Zu weit weg? Ja. Das ist doch direkt daneben! Nee, nee, ist nah genug dran, oder? Nee. Du hast den fertig geschweißt damals, du hast dir das Platten gespart. Ja. Bitte ausmachen. Den kann ich ja gleich hier direkt neben dran machen. Ich wollte halt nicht, dass er die ganzen Blöcke mit wegmacht. Ja, aber ich denke, er tut nur vorne schweißen, oder? Nee, der macht ja auch seitlich. Ein Block seitlich und einen vor sich. Aber halt auch wirklich nur das, was ich gerade gesagt habe und nicht zur Diagonal. Ich muss ja auch die Leitung, ja, ist ja nicht so schlimm. Gut, dann probiere ich mich nochmal anzumachen. Sekunde. Okay. Die Sau. Hallo? Also kannst du doch nicht weiter tiefer setzen. Soll ich mal probieren, hier hinzusetzen? Warte mal, ich habe gerade die Besitzrechte noch checken wollen, aber es ist alles 1, 2, 3. Der Tank auch. Ich finde es gerade ein bisschen laut. Gut, Wow. das recht. Ja, schlägt, sag mal, relativ hinter unsere Base ein. Ja. Kommen noch mehr. Okay, weil es ist eigentlich selten so deutlich zu hören. Aber da passiert nichts. Null hier unten. Ich würde ihn jetzt dann doch vielleicht mal da an der Leitung da probieren. Also Ja, aber der hier müsste doch hinten. die Leitung vor sich wegflexen. Klar kannst du es probieren, aber das ist doch schon wieder ganz seltsam. Der dachte, es liegt an den Besitzrechten, da wollte ich da erstmal kurz reinschauen, aber es scheint ja alles zu passen. Du kannst ja, also einer von uns kann ja kurz aufpassen, der andere bleibt im Inventar drin. Und direkt wieder ausmachen. Also gut, ich würde ihn dann jetzt mal anmachen. Du schreist, wenn ich ausmachen muss. Passiert nichts. Macht ja auch Mich keinen Sinn. verarschen? Der hatte ja, da war ja schon dran. Ich probier mal, ob er Schaden macht. Macht auch keinen Schaden. Jetzt ja doch. Au. Jetzt macht er Schaden. Aber nur an mir. Eigentlich ist es ja Was auch macht? keine Seite. Es ist jetzt ja die Spitze. Ist ja nicht die Seite, wo er Schaden gemacht hat. Das macht gar keinen Sinn alles. Mach du ihn mit anderen aus, ne? An. Also, ja. Passiert gar nichts. Ich probiere nochmal Schaden von vorne, von hier zu bekommen. Ja, der macht hier keinen Schaden. Aber wenn man seitlich ans. Du bist aber empfindlich. Er stand etwas zu lange dort. Ja, scheinbar. Okay, ich mach den jetzt mal aus. Und wieder an. Wir haben Was manchmal mit ist denn das? Problemen zu tun, das gibt's da gar nicht, oder? Ja, aber Wahrscheinlich das hier. darf man seine Da. eigene Base nicht abflexen. Man braucht ein Schiff. Boah. Das Problem gab es auch mal mit Schweißern. Das ist aber jetzt schon bestimmt 5 Jahre her. Man konnte die eigene Base nicht schweißen mit dem Base-Schweißer. Ging einfach nicht.
Daher vermute ich mal, dass sie das beim Schweißen geändert haben, bei der Flex halt nicht. Ja. Schmutz. Ja, weil dieses Ding ist echt riesig, weil sich jemand fragt, wo man das treiben, weil 80 Rohre hier raustragen, ist nervig. Könnte man den Little Helper Bohrer dran, den Ding dran machen? Hätte ja keinen Platz, aber würde es vielleicht gehen? Ja, eigentlich schon. Schieb nur Könnte mal ein bisschen man. an und du packst das Ding mal in die Nase, oder? Ja, unten am Cockpit dann so, oder? Muss nur kurz Platten holen. Ich muss eh erst hier rein, sonst passt du nicht mehr durch, ne? Achso, stimmt, ja. Vermute ich das mal, dass es noch schwerer wird, hier reinzukommen. Sieht so geil aus. Ja. So genau ein Block. Okay, wir haben noch drüber gewitzelt das letzte Mal und jetzt ist. Okay, ich bleib mal stehen. Ich wollte ihn jetzt nach vorne zeigen, aber der hat nur eine Connection, die geht nach unten. Der hat nur eine große Connection. Ja. Also jetzt sonst gar keine. Ja, aber jetzt bekommt man, ja gut, wir können jetzt auf Flex haben, wir bekommen jetzt halt keinen Container, keinen Conveyor ran. Ach doch, Conveyor bekommen wir ja vorne in die Nase ran, aber da gehen dann keine großen Platten durch, das wird wieder nichts. Wir können unten einen Sander hinbauen und mir. Keine Ahnung, nee, bringt auch nichts. Mal sehen, wie viel in die Flex reinpasst. Ja. Ich muss sagen, ich bin echt erstaunt, was die Länge dieser Eisenader angeht. Hier kann ich die jetzt dann nicht rausnehmen, hallo? Echt? Ja, ich brauche jetzt einen zweiten Kolben eigentlich. Aber ich Machen. kann nicht umzubauen. Machen. Du, der war doch vor uns gerade kaputt. Ja. Ja, du hast Ja, das. der Kolben selber war noch da. Ja, aber der Bohrer war doch schon ab. Ja, War doch die aber jetzt muss ich ihn Gelegenheit. wieder wegmachen. Ja, du hast das letzte Mal schon gesagt, du hättest gerne einen zweiten Kolben. Ich dachte, du. Ja, und so. Ja, aber ich glaube, es wird langsam ein bisschen wackelig. Ach, wird's nicht. Ah, wird es reichen. Ich kann deinen Teil mal im Auge behalten. Nö, Meteorschauer erwartet dich schon wieder. Du musst ihn dann noch. Du musst ihn erst auf den Short legen. Passt rein, hast du gesagt, oder Stopp, was? stopp, 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 stopp. Warte. Ja, ich mach's voll. Cockpit ist jetzt. Ja, 1000 Liter würden noch reinpassen. Nee, nicht 1000. Doch, Cockpit ist voll. Achso, der hat voll. er umgelagert. 1000, ja, dann drücke ich nochmal. Okay, weiter. Jetzt. Die Stahlrohre waren hauptsächlich. Ich sag dir dann stopp. Okay, hat rein. Da ist was runtergefallen. Ach, mein Männchen. Ach so, reingepasst hat's, ja. Mein süßes kleines Männchen. Also mein Vorschlag ist eigentlich ein Sammler irgendwo hin dann. Aber wir haben ja oben einen Ja. Sammler. Machen wir oben eine zweite Ja. Platte raus und da verschwinden wir Zweite noch Platte voraus. oben an der Decke, dass man da raus kann. Achso. Jetzt ist es ein Ja, bisschen ich mach's größer. einfach. Aua. Tat weh. Muss nach hinten, nach links. Hab ein Geländer abbekommen. Nach hinten. Hat das ein Geländer abbekommen? Sorry. Tut mir leid. Hier ist ja ein buntes Figürchen hier. Ja. Rainbow ist da. Ja, genau. Ich habe mein Leben gegeben für die Basis. Bist du wieder gestorben? Ja. Aber mit Absicht. Felix, wo bist du? Mit Absicht, das ist Cheaten. Machen wir nicht in dem Spiel. Ja. Ich habe Meteorit abgefangen, okay? Ich Ach habe so, so mit Absicht. Bohrstationen beschützt. Ach so. Ich weiß nicht, ob er getroffen hätte, aber er kam sehr gefährlich nahe. Und Felix? wieder. Ja? Würdest du den Block mal wegmachen von mir? Bin ich überhaupt? Ach, mit dem Sammler, wir haben noch einen. Den hatte ich schon vergessen, den hattest du ja kaputt geflext, aber der ist ja inzwischen wieder repariert. Ja.
Soll ich dir die Flare das mal weggeschweißen? Ja. Dann kommt da unten der Verbinder hin. Nee. Achso, Moment, Moment, Ich ja, wollte ihn da hier ist noch was reintropfen drin. lassen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht alle Himmelsrichtungen wegfliegt. Einfach abflexen, oder was? Ja, das war mein Plan. Dann wäre zumindest das schon mal draußen und den. Also, er zerbricht jetzt gleich, ne? Kamera drauf. Ich bin gespannt, ja. Flop, einfach weg. Wie geil. Ging Ja. denn noch hin? Nur weil die Faust immer ein paar Kilos zu tragen wird, 5 Stunden lang umgebaut. Es ist okay. Du hättest hier einen Schweißer, jetzt muss anmachen brauchen. Wir sind hier voll ausgerüstet. Stell dir das mal vor, mach mal den Schweißer an. Okay. Wir brauchen nichts mehr von Hand machen. Ist einfach von dort aus alle Schweißer anmachen können, wäre auch gegangen. Wie ist es denn überhaupt? Einfach alle Er? anmachen. Mach einfach alle an. Egal. Der erste war der falsche. Ja, ich habe sogar zwei angemacht und das ist Dienfeld. Achso, du kannst ja connecten. Okay, ich hätte es da rausgeworfen wieder. Also. Ja, okay, hätte man tun können. Du Ah. musst noch Z drücken. Ach, wir lassen das gleiche hängen, ist okay, ja. Hatte ich jetzt gar nicht in Betracht gezogen. Aber stimmt, kann man doch gleich mal aufladen. Richtig. Du verbrauchst auch noch Strom. Ich habe auf Z gedrückt. Ich habe Z gedrückt. Bei mir boostet es noch. Ja, war auch bei mir auch gerade noch. Bin es eingestiegen, wieder ausgestiegen und der Boost ist weg. Ja. Nice. Wir haben doch mit ein Cool. paar Fehlern zu tun hier. Ja. Ich lade mal. Ach ja, aufladen geht ja nicht mehr hier oben. Liegt aber nicht an uns. Das ist klar. Das. Ja, das Eis ist halt alle. Ja. Also, ach so, wieso komme ich denn nicht an einen kleinen Frachtcontainer ran? Von hier unten. Ach so, weil, ja. Wir haben jetzt so einiges abgeflext hier. Mit dem Tank ist die Verbindung unterbrochen worden. Das heißt, wir sind jetzt bereit, hier die Verbindung anders herzustellen. Ja. Könnte man ja gleich hier den zweiten Container nach oben raufpacken. Dass man da schon mal die Höhe hat, nicht, dass man da schon wieder Leitungen bauen, die dann auch wieder stören. Ja, Container. Direkt einfach oben drauf. So. Ja. Ja, sehr viel Platz. Der würde mich auch schon schwierig anzuschließen, ne? Ja. Vielleicht wird man dann da irgendwann mal einfach einen Tank hinpacken oder was, der nicht so viele Connection-Flächen braucht. Ja, also den wieder wegmachen jetzt. Ja, ich hatte halt gemeint, mit irgendwann mal. Hauptsache, es ist ein Platzhalter da, dass man dort mit irgendwas zubauen. Ach so. Ich würde die Container jetzt setzen, so als Platzhalter, weil wir bauen sonst hier irgendwie wild rum und dann. Einfach überall einen Container drauf. Zack, zack. Genau. Wenn wir uns den unteren erstmal nicht leisten können, können wir ja erstmal die oberen fertig schweißen, das ist ja egal. Ja, außer die Verbindungen kommen von unten, ne? Ja, da kann man immer noch an die Seite ran hier. Werden wir sowieso benutzen, genau. Wir hatten ja so viele Verbindungen jetzt auf dem Plan. Und hätten unten dann Erde freigraben müssen, aber wir können ja hier an den höheren Container an der Seite rangehen. Ja. Wenn man dann mal noch eine Verbindung braucht für den Bypass, weil bei dem einen Container haben wir auf der Zeichnung 4 Connection-Punkte verwendet. Das Ja. ist nicht wenig. Hast du gerade noch im Tablet die Vorlage müsste liegen? Nee, ich habe gerade eine Viertelleitung davon weggeschweißt, die habe ich gerade im Inventar. Ich dachte, mir braucht vielleicht gleich wieder irgendwo was. Und setz den Container halt später.
Kann eine Leitung aufnehmen. Yay! Ach so, ich habe da jetzt einen Förderbandsortierer hingelegt, da hätte ich es reinmachen können. Jo, ich habe jetzt eine Tab wieder voll. Hier, Förderbandsortierer. Ja, also ich denke, der ist ja schon richtig platziert. Weiß, dass auf den Container, den du da platziert hast, auch einer müsste. Ach du Kacke. Ich glaube, wir müssen unseren Connection-System da umbauen. Was von dem Also, Kolben kommt da? ja. Setzen wir doch erstmal die ganzen Sortiere oben drauf auf die Container. Oh, War das? Dong dong. Du hast mich erschlagen. Schon wieder. Tot? Nein. Schade. Halt viel aus. Ah. Cool, sind jetzt alle platziert. Wie geht's weiter? Hm? Ja, also ich würde halt Kolben da umändern, aber liegt halt die Einstellungen und so alles hier von dem Kolben, von unserem Andockkolben runter. Wir können den Kolben nicht wegmachen. Der muss da bleiben. Warum willst du den ändern? Ja, damit ich da Rohrleitungen hinmachen kann, dass man ein bisschen mehr Platz hat. Wo soll die hingehen? Ja, red weiter, dass man das erstmal ein bisschen. Also anstatt dem Kolben, dass da Förderbandleitungen sind. Warum? Dass ich hier vorne, hier vielleicht schon anfangen kann zu sortieren, weil hier muss ja noch der Sortierer mit Erze hin und dann kann ich ja da gar nicht mehr hin. Wir haben da aber hier ganz viel Platz, wo ich bin, hier, um irgendwelche Runden zu ziehen. Okay. Also wir verbinden ja jetzt, das ist die Eingangsleitung. Ich denke, okay, ich denke, ich habe jetzt, mach hier oben den Sortierer hin, hier, mit nur Erzen. Mach das hier oben drüber weg. Wenn ich brauche die Skizze wieder. Und dann kommen die seitlich hier ran, da wo sie rein müssen. Und dann führt in der Mitte vielleicht. Die Erze gehen da aber nicht seitlich in den Container, die gehen da von oben rein. Ach, die von. Vom Schiff. Also alles, was vom Schiff kommt, würde ich gern oben in die Container lassen, dass man da einen Überblick hat. Okay. Sozusagen machst du die Verbindung zur Raffinerie von der Seite raus. Okay. Dann kommt hier der Wir können es auch Dings hin. umdrehen, aber das Nee, müssen nee. wir So alles ist ein bisschen klar. gut. Okay. So wie du sagst, ist so gut. Hier der Sortierer hin mit nur Erzen. Die Leitung hier oben weg, damit es nicht zur Raffinerie hochgeht erstmal. Und dann halt hier überall schlängeln und drauf da. Ich hätte das jetzt im Moment, wo ich es jetzt erklären muss. Der hier ist ja jetzt eh kein Container mehr. So, so. So, und jetzt halt Stück für Stück alle. Gut, es hätte eins höher sein müssen. Das ist schon mal nicht gut. Weil die Sortierer ja. Eins höher. Das innen haben. So, dann würde ich halt das verwenden, weil dann können die nicht irgendwie sich was holen, was sie nicht dürfen. So, und jetzt kann man von hier aus einfach zu diesen anderen Containern fahren, oder? Ja. So, da hole ich mir jetzt noch ein Oder? paar. Oder? Nicht richtig? Nee, Oder nee, ist es nee, eine bessere passt. Lösung? Nee, nee, alles ist okay, ist gut. Ich Würde. würde dann vielleicht den hier, die zwei, auf jeden Fall benutzen für die Materialien. Dann kann ich
den manuellen einfach hier, den hier oder den hier unten, einfach hier drauf packen. Okay, dann probier das zum Verbinden. Moment mal kurz. Braucht ja nur ein Material in Container, mehr brauchen wir ja dafür nicht. Ja, oder halt die doppelte da. Genau, es ist ja dann die Reihe, also. Weil den könnte ich eigentlich erst so ein bisschen rüberlaufen lassen. So. Das mache ich dann mal weg. Und mache das so und so. So. Ach, habe ich keine Dinger. So, muss irgendeine Leitung weg. Machen wir mit hier noch. Ich hab's ja wieder Motoren, aha. Bitte? Habe ich gefragt, warum alles schon wieder so voll ist, aber ich habe hier Tonnen an Motoren, die schweiße ich jetzt mal weg. So. Hier kann ich mir das Ding noch mitnehmen. Ich helfe dir mal mit Verbinden. Oder hast du was Nee. dagegen? Ja. Okay. So, und so ähnlich müsste man das bei dem hier drüben noch machen. Den würde ich das erstmal weglassen, wo das der Tank drüber hängt. Aber so hätten wir jetzt schon mal die drei Moment. Container Da direkt. sind uns sind viele unterlaufen. Der Tank ist eins zu niedrig. Wenn du hier guckst, der hier ist schon in den Beinen Ach drin. so, weil das Förderband Der. nur oben die Connection zulässt. Aber das ist auch kein Problem. Wir können das auch seitlich hier in den Tank reinlassen oder so. Stimmt, ja, da könnte man. Der Tank nimmt dem Container ja nichts weg. Ja. Also da finden wir auf jeden Fall noch eine Lösung dafür. Ja. Ja, es sind die drei verbunden, bekommen quasi Material von hier, vom Kolben, der quasi dann mal. Ja, müssen natürlich dann hier vorne schauen, dass man noch mehr Konnektoren irgendwie ranbekommt, ne? Das ist ja nur einer. Fuel low. Fuel critical. Mann, das gibt's ja jetzt nicht. Fuel low, Fuel critical, in einer Sekunde oder was? Ja, das ist Dankeschön. sehr schnell. Warum komme ich nicht an den Tank? Weil dann. Ah! Ja. Moment, ich gebe dir eine Flasche. Ich. Ach, Weil, wegen dem weil. Sortierer Ja. oder was? Ja. Hier, nimm die Flasche, gib mir deine leere Fließkartuch. Ich hab sie dir in. Und jener gelegt. Wegen dem Sortierer. So, fülle ich die gleich nochmal auf. So, kann wieder schweben, stundenlang. Ach, hier ist ja die Flamme noch, die versteckte. Wir können eigentlich mal wegmachen, ne? Wir haben nur Ja, Platz. hat jetzt keine Priorität. Was, wenn sie stört? Ja, weil ich sagen sollte, weil der gemacht habe mit dem Konnektor. Wir brauchen ja dann mehr wie nur einen Konnektor. Und das halt dieser ausfahrbare. Das wird nochmal ein bisschen blöd. Aber vielleicht ein Problem, was wir später angehen, oder? Ja. So, und das hier ist jetzt die Leitung
die zu den Raffinerien geht. Aber die müsste jetzt an der Stelle, glaube ich, unterbrochen werden und dann halt von der Mitte irgendwo, von den Erzen nach oben dann. Das Erz kommt hier rein und liegt, sag mal, jetzt in den drei Containern. Von den drei Containern muss das Erz wieder hoch zu den Raffinerien. Heißt, man könnte doch hier seitlich raus, 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 hier bündeln, hier nach oben, hier da rein. Nur, dass die Hälfte davon unnötig ist. Weil das haben wir schon gemacht, da unten. Das ist doch schon da. Ja. Und das hochziehen komplett separat und da rein, hast du gesagt. Ja, aber man muss auch bei manchen. Oh ja, nee, muss man. Ja, also ich würde. Das darf er jetzt nicht an die Leitung, die hier schon besteht, weil sonst dieser Kreislauf entsteht. Ja, also an sich ja dann eigentlich hier dann. Männchen. Eins zur Seite und dann da halt hoch. Aber wenn es jetzt hier reingeht, ohne dass hier ein Sortierer zwischen ist, wäre es wieder der Kreislauf. Also muss hier doch der Also, Sortierer wo der rein. hier, Hier. oder man macht die Förderband-Dings einfach weg. Weg. Ah, brauchen wir das nicht für den Bypass dann noch? Moment. Denke nicht. Dann machen wir es erstmal weg. Ich habe keinen Mentalplatz. Ein paar Sachen als. Ja, so viel bekomme ich auch nicht weg, so ein Förderband, aber ich schweiß ihn einfach wohin. Welche Leitung kann denn definitiv stehen bleiben? Oder wir machen erstmal da Die, unten die wir hier noch. gerade gebaut haben. Und auch hier unten hoch muss ja noch einer, haben wir gerade gesagt, ne? Die Ja. steht ja mehr oder weniger auch fest. Lege ich die jetzt schon mal an. Die müsste jetzt halt. Warum? Vielleicht sowas in der Art. So, und einfach hier oben mit ran. Eigentlich, oder? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ach, das war schon zu Ja, voll. einfach hier Kannst du oben die nochmal dran. aufnehmen? Das war schon zu voll. War ja noch Änderungen. Weil ihr Die könntet behalte ich jetzt hier. auch, weil ich habe gerade noch welchen gesucht und kann ich nicht platzieren. Könnte ich nämlich hier noch eins höher fahren. So. So, oder? Ja. Das wird ein Geschlängel mit Leitungen. Ja. Das sieht auf dem Papier nicht so aus. Ja. Ich habe nur eine Skizze. Wie hat sich der wahre Picasso ausgelebt hier in der Welt? Was ist eigentlich mit der Figur da unten? Hat die nicht irgendwie auch Platten oder irgendwelche Inhalte? Ist doch ein Block, oder? Anzeige Oder und wolltest du den liegen Anzeige. lassen als toten? Ist auch okay, mir egal, ich hab nochmal. Ja, ich hatte kein Platz mehr. Achso. Ups, seine Leine weggeflext. Moment. Jetzt ist sie wieder da. Dann kann. Die Leitung hier ist eigentlich auch weg. Welche? Gut, ich bin jetzt randvoll, das lasse ich erstmal. Oh, ja.
Ja, und das, was ich hier in die Mitte gezogen habe, kann ich dann vielleicht noch ästhetisch oder platzsparend noch ein bisschen woanders hinziehen. Hier außen lang vielleicht, das würde auch noch gehen. Dann könnte man ja auch mal in die Mitte irgendwie rein. Das mache ich schon aber mal so nebenbei vielleicht. So, der Container wird jetzt von dir angefahren. Direkt von den Andockstationen. Der enthält das Material. Der muss aber noch verbunden werden. Mit dem Material muss ja noch zu den Raffinerien. Das macht er mit dem, was hier in der Mitte hochkommt. Da geht er da oben rein. Kannst du den Raffinerien. Weil von da das Material kommt. Genau, die Leitung läuft andersrum. Das läuft hier. Ah, dann klappt es aber hier unten nicht. Es kommt hier oben von der Montageanlage Material, fertige Platten. Die Ja. laufen doch hier in der senkrechten Runde, oder? Und hier Nee, da unten. war eine extra senkrechte. War extra Leitung auf der Skizze. Ja, wo soll die sein? Hier, aktuell, live? Moment. Du machst hier eine gebogene hier rüber und dann verteilst du das überall. Ja. Moment. Moment mal kurz. Beziehungsweise hier kommt es raus und dann verteilst du das überall. Warum überall? Es geht doch jetzt nur um diesen. Ach doch, wenn wir noch einen Fertig-Erze-Container nennen. Obwohl der nicht nötig sein müsste. Das wäre halt nur, falls die Raffinerien voll werden, ne? Die werden voll. Ja, schon. So soll es ja sein. Jetzt werden wir jetzt hier rumspielen und arbeiten, die oben sich wie wild. Wenn die voll sind, müssen die es auslagern. Ja. Immer ansagen, was du machst, dass wir das alle beide verstehen. Ich habe da jetzt mal eine Sechserleitung hingemacht, weil damit man es dann noch anschließen kann, wenn die Montageanlage dann, also da, wo halt das dann rauskommt, was wir gerade überlegen, wo das rauskommt. Ja, wenn wir es eh noch überlegen, dann kannst du halt noch keine Weiche hinsetzen. Ja, wo willst du es sonst hinpacken? Überall ist es sonst zu. Ja, weil es jetzt verwirrt es mich schon wieder, weil es jetzt ein Verteiler ist, der eigentlich aktuell noch gar Okay, mach nichts ich wieder weg. verteilt. Der verteilt ja noch gar nichts. Dann mache ich wieder weg. Ich würde lieber sogar das loshaben, was hier neben uns ist, aber ich muss mein Inventar wieder leer machen. Was macht denn der hier? Muss das los, weil ein Sauerstoff mehr hatte. Lass liegen die Ach, Platte. komm. Und alles durch den Moment, ich weiß, dass hier was rein. Sauerstoffdampf. Jetzt wolltest du mal hier reinschauen in Und dieses das hat ihn Kunstwerk. leer und das sieht sehr interessant aus. Ja, ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Danke fürs Einschalten. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, Leute.